Guten Tag und willkommen zum Osten von drei Videos, in dem wir uns durch ein paar Übungen den Stoff vom Mathe-Leistungsfach Klasse 11 zusammen anschauen wollen. Ich habe es aufgegliedert in drei Teile. Im ersten Teil machen wir ein paar Aufgaben zu Ableiten, Tangenten und so weiter. Im zweiten Teil machen wir ein paar Aufgaben zur Integralrechnung und im dritten Teil schauen wir uns noch analytische Geometrie und Vektoren an. Stochastik habe ich hier ausgelassen, weil man hier den Hauptteil, finde ich, in Klasse 12 macht. Genau. Also im ersten Video machen wir jetzt einfach mal die Aufgaben, die hauptsächlich mit Ableiten und Tangenten und so zusammenhängen. Das sind die Aufgaben 1 bis 8, glaube ich. Hab gerade nochmal geschaut, das sind die Aufgaben 1 bis 7. Genau, also falls ihr euch die Übungen selber ausdrucken wollt, ich schaue, dass ich es euch in die Videobeschreibung nochmal mache als PDF. Und dann machen wir jetzt in diesem Video die Aufgaben 1 bis 7. Ihr könnt es euch entweder ganz anschauen oder einfach immer zu den Lösungen spulen und eure eigenen Lösungen kontrollieren. Wie ihr wollt, auf jeden Fall ist es auf jeden Fall geschickter, wenn ihr es erstmal selbst versucht. Okay. Also ignoriert das, was hier steht. Das kommt noch von meiner AG. Und wir fangen jetzt mit den Aufgaben an, nämlich Aufgabe 1. Also erstmal drei Funktionen, alle drei ableiten und f noch integrieren. Okay, also wir schauen uns mal an. F', okay, 4x², Hochzahl davor schreiben, 8x, und Hochzahl ist weniger. Minus Cosinus abgeleitet gibt wieder plus den Sinus von x. Und 3 durch x ist 3 mal x hoch minus 1 abgeleitet, gibt es minus 3 mal x hoch minus 2 oder minus 3 durch x². Sorry, das war das Telefon. Okay, jetzt g' von x. Okay, wir haben jetzt hier ein Produkt, also Produktregel. Produktregel heißt erstes Ableiten, zweites Abschreiben plus erstes Abschreiben und zweites Ableiten. Also Sinus abgeleitet gibt Cosinus von x mal zweites abgeschrieben plus erstes abgeschrieben mal zweites abgeleitet. Hochzahl davor, 4 mal ein Viertel hebt sich auf, also mal x hoch 3. Und Wurzel x extra ableiten ist 1 durch 2 Wurzel x. Könnte man auswendig kennen, die Ableitung von Wurzel x ist 1 durch 2 Wurzel x. Schauen wir auf das Telefon. Entschuldigung. Also, Ableitung von Wurzel x ist 1 durch 2 Wurzel x, können wir uns, da muss ich ein bisschen herleiten. Wurzel x ist nämlich x hoch 1/2. Das heißt, Hochzahl davor und Hochzahl 1 weniger 1/2, x hoch minus 1/2 ist dann die Ableitung und das kann man relativ schnell umformen zu diesem Term hier. Okay, leiten wir noch h ab. H' von x ist gleich wieder ein Produkt. Heißt, erstes Ableiten, zweites Abschreiben. Das abgeleitet, gut, ist ein E-Term und das ist eine Verkettung. Heißt, äußere Ableitung mal innere Ableitung. Äußere Funktion ist E hoch irgendwas. Das heißt, wir schreiben das erstmal ab. E hoch 3x² minus 5 mal innere Ableitung. Innere Funktion 3x² minus 5. Ableitung davon ist 6x mal abgeschrieben ln von Sinus x plus erstes abgeschrieben, e hoch 3x² minus 5, mal zweites abgeleitet. Der ln abgeleitet ist 1 durch x, mit Verkettung eben, in dem Fall 1 durch Sinus x, mal innere Ableitung, weil Verkettung, innere Ableitung ist Cosinus x. Und das wird die Ableitung von der Funktion h. So, jetzt sollen wir noch integrieren, nämlich die Funktion f gibt uns Groß f. Gut, Hochzahl 1 mehr durch neue Hochzahlen teilen gibt uns 4 Drittel x hoch 3. Minus Cosinus integriert gibt minus Sinus. Und 1 durch x integriert gibt ln von Betrag von x. Heißt, 3 durch x integriert gibt 3 mal ln von Betrag von x. Und das wäre die Stammfunktion der Funktion f. So, jetzt schauen wir uns mal die Aufgabe 2 an. Das sind eigentlich drei Aufgaben mit einer. Erstmal die Gleichung der Tangente an das Schaubild der Funktion f, die die Steigung 2 besitzt. Also will die Tangente mit Steigung 2 an diesen Graphen. Jetzt frage ich mich erstmal, wo hat der Graph die Steigung 2? Dann habe ich ja die Berührstelle von der Tangente. Ich leite also ab, f' von x ist 2x minus 2. Und ich will jetzt, dass f' von x gleich 2, das heißt 2x minus 2 soll gleich 2 sein. Ich packe 2 rüber, ich teile durch 2, kriege x gleich 2. Heißt, an der Stelle x gleich 2 will ich jetzt die Tangente, weil da ist die Ableitung 2. Gut, die Steigung habe ich ja schon von den Tangenten, die ist 2. Ich brauche aber noch einen Punkt, damit ich weiß, durch welchen Punkt die Tangente geht. Heißt, ich rechne noch den Funktionswert an der Stelle 2 aus. Also in die Funktion eingesetzt, gibt 2 Quadrat minus 2 mal 2 minus 2 ist gleich minus 2. Das heißt, der Berührpunkt der Tangente mit dem Graphen ist 2' minus 2. Und dann kann ich meine allgemeine Geradengleichung m mal x plus c. Wir wissen,
M ist gleich 2, haben wir so eingerichtet, dass die Steigung 2 ist. Und wir haben unseren Berührpunkt 2-2 mit x- und y-Koordinate, können wir als da einsetzen. Y ist minus 2, M ist 2, x ist 2 plus c. Also minus 2 ist 4 plus c, ich ziehe die 4 rüber, bekomme c ist gleich minus 6. M habe ich auch schon, heißt Tangentengleichung yt gleich m mal x plus c, 2x minus 6 als Tangentengleichung. Dann geht die Aufgabe hier weiter. Wir rechnen dann den Inhalt des Dreiecks, das von dieser Tangente und den Koordinatenachsen begrenzt wird. Okay, Tangente und Koordinatenachsen begrenzen also ein Dreieck. Gut, können wir einfach mal kurz die Tangente so ganz grob zeichnen. Brauchen wir den Graphen von f ja gar nicht dazu. War jetzt ein bisschen unklug hier. Dazu würde ich mal ausrechnen Schnittstellen mit x- und y-Achse. Schnittstelle mit y-Achse, dafür setze ich einfach x gleich 0, heißt 2 mal 0 minus 6 ist minus 6, heißt bei 0 haben wir den Funktionswert minus 6. Und Schnittstelle mit der x-Achse setze ich die Funktion gleich 0, weil es sind da 0 Stellen, heißt 2x minus 6 gleich 0 plus 6 durch 2 liefert mir x gleich 3. Also habe ich bei 3 meine Nullstelle, heißt diese Gerade sieht so aus. Gefragt ist die Fläche, die diese Tangente mit den beiden Koordinatenachsen einschließt, also diese Fläche, ist ein Dreieck mit rechtem Winkel hier. Da hier 3 ist, ist diese Seite 3 lang, hier ist minus 6, also ist diese Seite hier 6 lang. Dreiecksfläche ist 1 halb mal Grundseite mal Höhe, 1 halb mal 3 mal 6, 1 halb mal 18 sind 9 Flächeneinheiten, die eingeschlossen werden. Dann wollen wir noch die Gleichung der Normalen an das Schaubild von f bei x gleich 0. Okay, ich schreibe mal nochmal kurz f auf. Die Funktion f war nämlich x Quadrat minus 2x minus 2 und ich will die Normale bei x gleich 0. Okay, ich leite nochmal kurz ab. F' von x ist 2x minus 2. So, erstmal brauche ich meinen Punkt, durch den die Normale geht, heißt Funktionswert bei 0 bestimmen. Also f von 0 ist 0 Quadrat minus 2 mal 0 minus 2 ist gleich minus 2. Das heißt, die Normale schneidet den Graphen von f im Punkt 0' minus 2. Für die normalen Steigungen brauche ich die Ableitung an der Stelle. Die Ableitung an der Stelle 0 ist gleich 2 mal 0 minus 2 ist minus 2. Und jetzt wissen wir, die Steigung einer Normalen ist minus 1 durch die Steigung der Tangente. Die Steigung der Tangente ist gerade die Ableitung, also minus 2 heißt, die normale Steigung ist minus 1 durch die Tangentensteigung, nämlich minus 2. Die Ableitung gibt minus 1 durch minus 2 gibt plus 1 halb als m. So. Y gleich m mal x plus c. Wir haben hier eine x-Koordinate, eine y-Koordinate und ein m. Können wir alles einsetzen, gibt uns minus 2 ist gleich 1 halb mal 0 plus c. Heißt c ist gleich minus 2. Heißt unsere normalen Gleichung yn m mal x plus c. Okay, hier Aufgabe 3. Wir haben eine Funktion und nun sollen vom Ursprung aus Tangenten an den Graphen gelegt werden. Man sieht schon, die Funktion ist eine Parabel um 2 nach unten verschoben. Heißt, der Ursprung liegt auf jeden Fall nicht auf diese Funktion. Heißt, wir sollen Tangenten an den Graphen legen und zwar von einem Punkt außerhalb. Und die Koordinaten der Berührpunkte sind gefragt. Um es kurz zu veranschaulichen, die Funktion ist minus halb x Quadrat plus 2x minus 2. Wenn man die zeichnet, ist es eine Parabel nach unten geöffnet, die irgendwo hier die x-Achse berührt. Und wir wollen jetzt die Tangenten vom Ursprung aus. Grafisch wäre das einmal diese hier, die geht durch den Ursprung, und einmal irgendwo hier haben wir auch eine Tangente. Heißt, wir haben zwei Berührstellen, nämlich hier x1 und hier berührt es auch nochmal hier x2. Und die wollen wir rausfinden, wo die Tangente durch den Ursprung diese Parabel berührt. Hierzu habe ich einen Hinweis hingeschrieben, nämlich die allgemeine Tangentengleichung, die hier. Die schreibe ich mal kurz hin und dann überlegen wir uns, was wir da machen. Y gleich f' von xb mal x minus xb plus f von xb. Bedeutet, wenn ich hier die Berührstelle einsetze, dann bekomme ich die Tangentengleichung. Heißt, wenn ich eine Funktion f habe und ich will die Gleichung der Tangente an den Graphen bei 3, setze ich für xb 3 ein und bekomme, wenn nach ein bisschen umformen und vereinfachen, die Gleichung der Tangente bei 3. Jetzt weiß ich aber nicht, wo die Tangenten sind. Ich weiß, also xb nicht. Xb will ich rausfinden. Xb haben wir hier zwei mögliche xbs, die ich herauskriegen will. Ich weiß aber einen Punkt. Die Tangenten gehen nämlich alle durch den Ursprung 0-0. Das heißt, ich könnte eigentlich eine Punktprobe machen, indem ich für x und y hier 0-0 einsetze.
Und für f' und f habe ich einen Term. F ist das hier, dann ist f' von x einfach minus x plus 2. Und das kann ich verwenden. Also für x und y setze ich mal den Punkt ein, durch den Tangenten gelegt werden sollen. Heißt 0 gleich f' von xb mal 0 minus xb gibt mir minus xb plus f von xb. Jetzt kann ich die Funktionsform hier anwenden. F' ist ja minus x plus 2. Heißt f' von xb ist minus xb plus 2 mal minus xb plus f von xb ist dann einfach der Term hier mit xb. Heißt minus 1/2 xb Quadrat plus 2xb minus 2. Kann ich ausmultiplizieren, das mal das, minus mal minus gibt plus xb Quadrat, weil ich es hier zweimal habe, 2 mal minus xb ist minus 2xb, minus 1/2 xb Quadrat plus 2xb minus 2. Wir sehen, minus 2xb plus 2xb streicht sich schön raus. Xb Quadrat minus 1/2 xb Quadrat gibt 1/2 xb Quadrat minus 2 ist gleich 0. Jetzt mache ich plus 2, multipliziere mit 2, kommt die 2 rüber, das 1/2 geht weg, habe ich 4 ist gleich xb Quadrat. Das heißt, xb1 ist gleich Wurzel 4 ist 2. Und xb2 ist minus Wurzel 4 ist minus 2. Und das sind in dem Fall diese zwei Berührstellen, wo die Tangenten durch den Ursprung den Graphen berühren. Nämlich einmal bei 2 und einmal bei minus 2. Und damit wäre die Aufgabe 3 auch fertig. So, in der Aufgabe 4 sollen wir die Funktion f auf Symmetrie zur y-Achse und zum Ursprung, Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen, Grenzverhalten und Extrem- und Wendepunkte untersuchen. Also machen wir das doch mal einfach chronologisch durch. Und ich habe hier schon die Funktion hingeschrieben und ein paar Mal abgekleidet. Das könnt ihr vermutlich hoffentlich selber. Ansonsten schaut euch ein Video zum Ableiten an. So, Symmetrie. Gut, das hier ist die Funktion. In welcher Symmetrie weist der Graph der Funktion auf? Naja, wir haben hier nur gerade Hochzahlen. Hier steht ja praktisch x hoch 0, weil das ist 1. Also nur gerade Hochzahlen. Bei nur geraden Hochzahlen haben wir sowas wie x Quadrat, ist eine Parabel, also achsensymmetrisch zur y-Achse. Während es nur ungerade Hochzahlen, wäre es sowas wie x hoch 3, dann wäre es punktsymmetrisch zum Ursprung. Also x hoch 2 oder allgemein x hoch gerade sieht so aus. Und x hoch ungerade wäre sowas. Punktsymmetrisch zum Ursprung. Okay, nächster Punkt in der Liste ist Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen, also Schnittpunkte. Gut, auch Schnittpunkt mit der Y-Achse, der ist immer leichter. Schnittpunkt mit der Y-Achse, dafür muss ich hier einfach für x 0 einsetzen, dann bekomme ich den Funktionswert an der Stelle 0. Heißt, ich mache praktisch f von 0, gut, 0 hoch 4 minus 2 mal 0 hoch 2 fällt alles weg, ist also minus 3. Das heißt, mein Y-Schnittpunkt ist 0--3. Um Schnittpunkte mit der x-Achse rauszukriegen, ist ein bisschen schwieriger, muss ich die Funktion tatsächlich 0 setzen. Das heißt, f von x gleich 0 liefert mir 0 Stellen als Schnittpunkte mit der x-Achse. Habe ich x hoch 4 minus 2x Quadrat minus 3 ist gleich 0. Dann muss ich es einfach sehen, ich kann substituieren. Also Mitternachtsformel geht nicht, weil hoch 4, Ausklammern geht auch nicht, weil hier ist kein x. Substituieren kann ich, weil ich hier die doppelte Hochzahl habe wie hier, 2 und 4. Heißt, ich kann tatsächlich u für x Quadrat substituieren. Dann habe ich hier u Quadrat, weil wenn u x Quadrat ist, steht hier x Quadrat Quadrat gibt x hoch 4 minus 2x Quadrat. X Quadrat ist u, also 2u minus 3 gleich 0. Jetzt kann ich Mitternachtsformel machen. Mit a gleich 1, b gleich minus 2, c gleich minus 3, gibt mir u1, 2 ist gleich minus b plus minus die Wurzel aus b Quadrat minus 4 mal a mal c geteilt durch 2a. Das hier ist minus 12, 4 minus minus 12 gibt 16, Wurzel 16 gibt 4, also 2 plus minus 4 durch 2. Bekomme ich für u1, 2 plus 4 durch 2 ist 3 und für u2, 2 minus 4 durch 2 ist minus 1. Ich mache Resubstitution, weil ich ja x will, nicht u. U ist x Quadrat, also schreibe ich hier statt u wird x Quadrat gleich 3, bekomme ich für x1 meine Lösung Wurzel 3, für x2 meine Lösung minus Wurzel 3, immer an beide Lösungen denken bei Wurzelgleichungen. Hier habe ich dann x Quadrat gleich minus 1 und das hat, weil x Quadrat eine Parabel ist, nach oben geöffnet, wird es nie negativ, also hat zumindest keine reelle Lösung dieser Gleichung. Heißt, wir haben zwei Nullstellen, heißt die beiden Schnittpunkte mit der x-Achse wären n1 Wurzel 3-0 und n2 minus Wurzel 3-0. Soviel zu den Schnittstellen oder Schnittpunkten.
Nur noch zum Grenzverhalten. Also was macht die Funktion für x gegen plus oder minus unendlich? Naja, wir schauen immer auf den Grad angebenden Term, also der mit der höchsten Hochzahl ist x hoch 4. Der mit der höchsten Hochzahl hat praktisch die meiste Macht, weil x hoch 4 setzt sich gegen x hoch 2 einfach durch, weil es viel mächtiger ist. Hoch 4 ist mächtiger als hoch 2. Heißt, diese zwei hier werden für immer größer werden. Das x relativ unrelevant. Wir beachten also nur den Grad angebenden Term. Grad angebender Term ist x hoch 4 und genau so verhält sich die Funktion auch im Plus und Minus Unendlichen. Heißt, x hoch 4, weiß ich, ist so eine Art Parabel, nach oben geöffnet auf jeden Fall. Das heißt, die Funktion f verhält sich wie x hoch 4, weil eben x hoch 4 der gerade ergebende Term ist. Heißt, für x gegen Minus Unendlich geht f von x gegen, wie wir hier sehen, x gegen Minus Unendlich geht f von x no force, also gegen Plus Unendlich. Und für x gegen Plus Unendlich sehen wir hier, geht f von x auch no force. Also geht f von x gegen auch plus unendlich. Das wäre das Grenzverhalten der Funktion f. Kommen wir zu den Extrempunkten. Und die Extrempunkte sind, gut, für Extrempunkte setzen wir f' gleich 0. f' von x gleich 0. Gibt mir dann 4x hoch 3 minus 4x gleich 0. Ich kann ausklammern x mal 4x² minus 4 gleich 0. Nullprodukt, das eine wird 0, 4x gleich 0, also das ist meine Lösung. Hier kann ich plus 4 und dann durch 4 bekomme ich x² gleich 1, hat also zwei weitere Lösungen, nämlich 1 und minus 1. Dann, was ich immer noch machen muss, ist die Probe, nämlich mit f'. F', also wenn f' nicht 0 ist, habe ich die hinreichende Bedingung nachgewiesen, dass wir einen Extrempunkt haben. F' wäre 12x² minus 4. Heißt, die einzelnen Werte eingesetzt. 0 eingesetzt. F' von 0, 12 mal 0 Quadrat minus 4 gibt minus 4. Ist kleiner 0. Wenn die zweite Ableitung kleiner 0 ist, haben wir einen Hochpunkt. F' von 1 ist 12 mal 1 minus 4 ist 8, ist größer 0. Heißt, hier hatten wir einen Tiefpunkt. F' von minus 1 ist das gleiche, weil minus 1 hoch 2 gibt wieder 1, ist also 8, größer 0, haben wir also auch einen Tiefpunkt. Ich will jetzt aber extrem Punkte und nicht Stellen. Die Stellen wären die, ich muss auch Punkte ausrechnen, also noch in die Funktion f einsetzen. F von 0 wäre 0, das heißt, bei 0 haben wir einen Hochpunkt, Hochpunkt 0'. F von 1 wäre 4 mal 1 minus 4 mal 1 auch 0, ach schön. Das heißt, wir haben den Tiefpunkt, Tiefpunkt 1-0 und f von minus 1 als letzter Kandidat für eine Extremstelle wäre dann, muss kurz rechnen. Entschuldigung, ich habe gerade einen Fehler gemacht, ich habe es aus Versehen in f' eingesetzt, um Gottes Willen, ich will jetzt ein f einsetzen müssen. Falsch. Also f habe ich ja hier. Also f von 0, 0 hoch 4 minus 2 und 0 hoch 3 minus 3 gibt minus 3. Natürlich habe ich gerade schon gewundert, warum es gar keinen Sinn macht. Ja, minus 3. Das heißt, ich habe meinen Hochpunkt bei 0 Strich minus 3. F von 1 gibt 1 minus 2 minus 3. Das gibt mir minus 4. Das heißt, ich habe meinen Tiefpunkt bei 1 Strich minus 4. Und minus 1 eingesetzt gibt mir auch minus 4. Das heißt, ich habe noch einen weiteren Hochpunkt, Tiefpunkt, bei minus 1 ist ein Tiefpunkt, bei minus 1 Strich minus 4. Und das wären die drei Extrempunkte. Okay, für Wendepunkte als letztes Untersuchungsdings, das wir noch machen müssen, F'0 setzen. F' haben wir da oben aufgeschrieben, war das hier. Das heißt, ich setze 12x² minus 4 gleich 0. 12x² gleich 4 praktisch, x² gleich 3. Das heißt, x ist gleich plus minus Wurzel 3. Rechne ich jetzt nicht alles nach, könnt ihr dann selbst machen, aber es ist klar, Proben mit f'' von x. f'' von x wäre 24x. Gut, oder? Ja, gell? Ja, passt. Das heißt, Probe praktisch f' von Wurzel 3 ist 24 Wurzel 3 definitiv ungleich 0. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall den Wendepunkt. Und f' von minus Wurzel 3 ist dann halt minus 24 Wurzel 3 auf jeden Fall auch ungleich 0. Das heißt, hier wir haben auch einen Wendepunkt. Dann machen wir noch
f von Wurzel 3 und f von minus Wurzel 3. Können wir auch noch kurz ausrechnen. Und da erinnern wir uns, dass wir vorher unsere Nullstellen bei Wurzel 3 minus Wurzel 3 hatten. Heißt, die beiden Funktionswerte hier sind natürlich 0. Das heißt, wir haben die beiden Wendestellen, Wurzel 3-0 und minus Wurzel 3-0. Ich meine Wendepunkte, nicht Wendestellen. Okay, cool. Schauen wir uns die nächste Aufgabe an, wo es mit einer Schar losgeht, nämlich die Schar G. Warum auch hier, immer hier GA steht und die Variable nachher, die Parameter nachher T ist. Hier haben wir T, also muss ja auch T stehen. Funktion Schar GT, hier gegeben T größer 0. Die Schar wollen wir jetzt auf extra, die Graphen der Schar auf Extrempunkte untersuchen, heißt Koordinaten und Art. Und die besondere Lage, die dann rauskommen wird, noch kurz beschreiben. Oder benennen, ja. Genau. Schauen wir uns das doch einmal an. Also. Wir wollen Extrempunkt, der heißt, wir leiten zweimal ab, das erste Mal 0 setzen, das zweite Mal Probe. Also GT' von x. Okay, wir beachten, t ist eine Zahl, wir behandeln t also wie eine Zahl. T ist eine Zahl, dementsprechend ist t² auch eine Zahl. Heißt, wir haben hier einen konstanten Vorfaktor, der bleibt einfach stehen. E hoch x abgeleitet gibt e hoch x, heißt, die Ableitung hiervon ist einfach t² e hoch x. Hier haben wir konstanter Vorfaktor mal x, beim Ableiten fällt das x weg, heißt minus t². Das hier wieder abgeleitet. Übrigens, wer es nicht versteht, ich habe ein Video gemacht zur Funktionsschar, könnt ihr euch gerne anschauen, dann wird es ein bisschen deutlicher, wie das mit Parameter ableiten ist. Jetzt nochmal ableiten, t² e hoch x bleibt nach wie vor gleich. Und das hier ist eine Konstante, weil t ist eine Konstante. Also fällt das beim Ableiten weg und das ist die zweite Ableitung. So, jetzt wollen wir unsere Extrempunkte dazu setzen wir GT' von x gleich 0. Heißt, wir setzen T² e hoch x minus T² gleich 0. Wir ziehen das T² rüber, T² e hoch x gleich T². Wir teilen durch T² e hoch x gleich 1. Wir machen den ln auf beiden Seiten. E geht weg, hier haben wir ln von 1, ln von 1 ist 0. Und das ist schon was Besonderes, wir haben hier eine Schar und alle Extrempunkte von jedem Graphen der Schar liegen bei der gleichen x-Stelle, nämlich bei x gleich 0. Um den Funktionswert zu erhalten, setzen wir das Ganze in, oder aus Probe mit G', würde ich sagen, G' von t. GT' von 0 ist hier 0 eingesetzt, gibt also T² mal E hoch 0. E hoch 0 ist 1, T², das ist größer 0, da T größer 0, ja, also wenn ich eine positive Zahl quadriere, ist das Ergebnis auch positiv. Das heißt, wir haben einen Tiefpunkt, da G' größer 0 lief Tiefpunkt. So, um die XY-Koordinate zu halten, setzen wir das Ganze noch in G ein. Gibt uns T² mal e hoch 0 minus T² mal 0. Einfach hier eingesetzt fürs x 0. Das hier ist, das fällt weg. E hoch 0 ist 1, gibt das Ganze T². Das heißt, wir haben den Tiefpunkt 0-T². Und genau, jetzt haben wir also Art und Koordinaten, nämlich Art ist Tiefpunkt, Koordinaten sind 0-T². Besondere Lage, naja, wir haben Punkte, die die x-Koordinate 0 haben, heißt, wenn ich die 1 zeichne, 0-1, 0-2, 0-3, 0--1, egal was T² auch immer sein soll, liegen alle auf der y-Achse. Erst besondere Lage, liegen alle auf der y-Achse, können wir hier zum Beispiel schreiben. Okay. Schauen wir uns die Aufgabe 6 gemeinsam an. Es geht hier um eine Gleichung. Und gefragt ist, für welche Werte von a diese Gleichung hier keine Lösung hat. Tipp ausklammern. Also es ist eine Gleichung mit Parameter. Ich schreibe sie kurz hin. Die Gleichung lautet ae hoch 2x minus e hoch x gleich 0. Ich habe schon als Tipp hingeschrieben, ausklammern. Man könnte hier jetzt also e hoch x ausklammern. Wie machen wir das? Gut, das hier e hoch 2x ist eigentlich, ich sage nichts anderes als e hoch x mal e hoch x minus e hoch x gleich 0. Heißt, wir können definitiv e hoch x ausklammern. Bleibt dann übrig e hoch x mal, ist das hier weg und das hier weg. Hier bleibt dann praktisch a mal e hoch x übrig und hier minus 1, weil hier ja einmal e hoch x steht. Gleich 0. Gut, das Nullprodukt e hoch x wird sowieso nie 0, heißt, wir müssen nur diesen Term hier betrachten. A e hoch x gleich 1, e hoch x gleich 1 durch a, x gleich ln von 1 durch a. So, wir wissen, ln ist nur für positive Werte definiert, also ln von irgendwas nur für das innen drin Größe 0 definiert.
Innen drin steht 1 durch a. Das heißt, wir fragen uns, wann ist 1 durch a größer 0? Und macht Sinn, 1 durch eine negative Zahl ist negativ, 1 durch 0 geht sowieso nicht, 1 durch eine positive Zahl ist positiv. Heißt, diese Gleichung hat nur eine Lösung für positive Zahlen, weil dann ist das LN drin auch positiv. Die Frage ist aber, für welche Werte hat es keine Lösung? Heißt praktisch für alle nicht positiven Zahlen, also heißt praktisch keine Lösung für alle a's, die kleiner oder gleich 0 sind, weil eben dann im LN 0 oder was Negatives steht, was nicht geht. Okay, letzte Aufgabe für heute, Aufgabe 7. Wir haben einen Graphen und eine Funktion dazu und wir haben drei Punkte, die bilden ein Dreieck. Das Dreieck hat eine Fläche und wir fragen uns, für welches a, weil die Punkte sind variabel, wird der Dreieck des Inhalts... der Inhalt des Dreiecks extremal. Extremal kann heißen maximal oder minimal, deswegen frage ich außerdem noch nach der Art des Extremums, heißt Maximum oder Minimum. Machen wir uns doch erstmal klar, wo dieses Dreieck liegt. Also der Graph sieht irgendwie so aus, ganz grob gezeichnet. Wir haben drei Punkte gegeben, nämlich 0-0, a-0 und a-f von a. Können wir einzeichnen, gut, 0-0 ist klar, a-0 ist irgendein Punkt auf der x-Achse, egal wo auch immer a ist, und a-f von a ist a, und beim Funktionswert liegt also auf dem Graphen, haben wir hier so ein rechtwinkliges Dreieck. Mit Grundseite, gut, hier ist 0, hier ist a, heißt die Grundseite hat die Länge a, hier ist der Funktionswert f von a, das heißt die Höhe hat die Länge f von a. Damit kann ich mir schon den Tor aufstellen für die Fläche, für den Flächeninhalt des Dreiecks in Abhängigkeit von a. Ist 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Ich habe einen Tor für f von x. F von x ist nämlich x mal e hoch minus x. Heißt f von a ist a mal e hoch minus a und 1/2 a abgeschrieben. Gibt 1/2 a Quadrat e hoch minus a für den Flächeninhalt des Dreiecks. Nun wollen wir noch wissen, für welches a das, der Inhalt des Dreiecks extremal wird. Das heißt, wir leiten a ab, also a' von a. Wir haben hier ein Produkt mit zwei Faktoren, also Produktregel. Erstes abgeleitet, zweites abgeschrieben. Das hier abgeleitet gibt einfach a, zweites abgeschrieben, plus erstes abgeschrieben, zweites abgeleitet, e hoch minus a, innere Ableitung ist minus 1, also mal minus 1, können wir umschreiben zu a, e hoch minus a minus 1/2 a Quadrat e hoch minus a. Wird gleich noch schön, wenn wir es 0 setzen müssen, deswegen klammern wir das schon mal aus. Das hier können wir ausklammern, das ist immer schön E-Terme auszuklammern, weil die ja nie 0 wert bleibt. A minus 1/2 a Quadrat übrig. Und wir wollen ja nun, dass a Strich von a gleich 0 wird für die extremen Stellen, das heißt e hoch minus a mal a minus 1/2 a Quadrat soll 0 sein. Wir wissen, dass E-Terme nie 0 werden. Heißt, es hier muss 0 sein. A gleich 1/2 a Quadrat. Oder Quatsch, ich klammer kurz nochmal a aus. Dann habe ich hier a mal 1 minus 1/2 a. Das gleiche wie da. Ein a ausgeklammert, bleibt hier 1, hier 1/2 a. Soll 0 sein. Habe ich hier a1 gleich 0 und hier a2 gleich 2. Wenn ich das hier 0 setze, 1 minus 1/2 a gleich 0 gibt 2. Diese Lösung hier können wir ausklammern, weil es steht in der Aufgabe, dass a größer 0 sein soll. Die Lösung a gleich 0 macht also im Sachzusammenhang wenig Sinn. Das heißt, können wir ausklammern, da a größer 0. Heißt, das hier ist unsere Lösung für dieses. Hier wird der Dreieck, wird es der Inhalt des Dreiecks extremal. Müssten wir noch nachweisen mit a'. Das lasse ich jetzt einfach mal euch als Challenge. Ihr dürft a'' selber bilden. Gleich bla bla bla. Und dann werdet ihr morgen, wenn ihr es gemacht habt, ihr könnt a'' von 2 machen. Das ist dann, lass mich denken, das ist ein kleiner 0. Damit haben wir ein Extremum nachgewiesen. Da es kleiner 0 ist, ist es sogar eine Hochpunktstelle. Das heißt, Flächeninhalt wird für a gleich 2 maximal. Da die zweite Ableitung kleiner 0 ist, gibt ein Maximum. Cool. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Episode schauen wir uns die Aufgaben 8 bis 12 zur Integralrechnung an. Und im dritten Video dann die letzten Aufgaben, nämlich 13 bis 18 zur analytischen Vektorgeometrie. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.